Die Mathematik begreift also nicht, dass ihr System, das sie als Erforschung des Realen ansieht, nicht dieses Reale, dieses Chaotische zu erforschen vermag, der Sinn nicht mit dem Realen zusammenfällt wie bei Platon, sondern dass das nur die Erforschung ihres eigenen Denkens, der eigenen Denkstrukturen, des Ordnungsprinzips selbst sind, die aus einem chaotischen Aussagenden, Sagenden dann sukzessive mehr Ausgesagtes in einer Progression von auf sich selbst beziehenden Systemen erzeugt. Und dagegen, gegen dieses Zusammenfall mit Eins, Sinn, Bedeutung, Ordnungsstruktur, was ein religiöser Akt ist, als Sinnstiftung, als Integrationsleistung, die dissipative Systeme in jeder Sekunde vollziehen. Sie machen aus sinnlosem, unsinnigen, absinnigen Absexen immer etwas, was eine Integralisationsleistung ist. Aus dieser Verkenntnis zwischen dem vorher chaotischen und dem nachher ausgesagten oder integralisierten macht Lacan dann Matheme, und das ist dann etwas, was nicht die Gleichsetzung zwischen dem ersten, dem Realen, und dem zweiten, dem Symbolischen versucht, sondern die das Denken selbst, die Denkstrukturen, diese Ordnungsstrukturen selbst untersucht. Wir haben immer insistiert, nicht auf die Lacan'sche Methode, sondern auf die Freud'sche Methode der Durcharbeitung. Wir haben jeden Traum in seine Buchstaben, seine Silben zerlegt und haben stur daran geglaubt, wie das Freud auch tat, dass diese einerseits unsinnige Bedeutung, die in jedem dieser Bildzeichen, Buchstabenzeichen, Laute, Chiffren und so weiter liegt, in ihrer Zerlegtheit, jenem Wirken der Maschine des Unbewussten ganz genau korreliert nach grammatologischen Gesetzen. Die Zurückführung dieses Bildinhalts eines Rebus auf den Sprachinhalt ist also nichts anderes als die Behauptung, dass die Maschine selbst mit ihren Mitteln der Verdichtung, Verschiebung, Mittel der Darstellbarkeit, die ganze Traumarbeit, eine Struktur darstellt, nämlich aus dieser komplexen Weltwurzel, Rhizomwelt des Unbewussten, die nicht beliebig zerlegt, sondern die nach bestimmten Gesetzen der Äquivokation, der Ähnlichkeit oder eben den Jakobschen Prinzipien der Kontingenz, der Verdichtung oder Verschiebung bestimmten Gesetzen unterliegt, die zumindest das System selbst erzeugt aus dem zu großen, vielfältigen Synapsenchaos. Und das ist das Mathem, das ist die Anwendbarkeit der Struktur, die sich auf sich selber abbildet, indem man deren Wirken und deren Funktionieren nach daraus dann resultierenden linguistischen Gesetzen, weil diese sind erst sekundär abgeleitet, versteht, wie dieser Umschreibungsvorgang stattfindet, was aber nicht heißt, dass dieses Wirken dessen, wie der Geist sich Sprache, Bild, Wort, Farbe, alle phänomenologischen Strukturen selbst anordnet und das Sprachspektrum zum Beispiel erzeugt, das Denkspektrum erzeugt, dass dies internen Strukturen des am Ende Ausgesagten entspricht, dass dies aber nicht eins zu eins zurückzuführen ist auf das Aussagende selbst, auf das, was das Material in all seiner Komplexheit als Unsinniges oder Vorsinniges da auswirft, aber das auf dem Weg der dissipativen Integralisierung der Verordnung hier Gesetze herrschen, die man mit Mathemen, wie sie Lacan verwendet, und ihren Stellenhaltern, Objekt klein a, Desir, die Formeln zum Beispiel der Metapher und der Metonymie, der signifikanten Lehre und so weiter, dass das schon die Scholastiker wussten oder beziehungsweise die Stoiker wussten, dass man die Denkgesetze, die Strukturgesetze des Geistes, die die Welt erzeugt, in seiner
Strukturiertheit untersucht als Ausgesagtes am Ende der Zeichenkette. Aber dass es da einen Gap gibt, einen Sprung davor, den metaphorischen Sprung, der immer nur einhakt in einer gleitenden signifikanten Kette, die per se noch keinen Sinn mit sich bringt, sondern nur das Einhaken, das Einklinken des richtigen Proteins am richtigen Ort macht dann die Aufspannung der Membranen, die die Welt in polarisiertes Inneres und Äußeres zerlegen. Dieses kleine Überblick einer kleinen Weltgeschichte, das ist ja eigentlich schon alles